Kevin, erster Spieltag, 1-0 zu Hause gegen 60 gewonnen. Deine Stimme zum Spiel? Ja, es war ein wichtiger Auftaktsieg. Ich denke, es ist immer schön, mit einem Sieg in die Saison zu starten. Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und darauf lässt sich natürlich aufbauen. Wir wollen jetzt so schnell wie möglich regenerieren und dann geht es am Freitag nach Nürnberg. Was war euch oder was war allgemein wichtig? Die erste Halbzeit war so ein bisschen, habt ihr relativ stark begonnen, dann war so ein bisschen der Faden weg, ging so ein bisschen hin und her, aber in der zweiten Halbzeit eigentlich waren die Chancen da auch nochmal früher den Deckel drauf zu machen, oder? Ja, ich denke, man tastet sich natürlich auch die ersten paar Minuten ab. Man weiß nicht, wo man steht in der Saison. Klar hat man viele Testspiele, aber Punktspiel ist natürlich immer nochmal was anderes. Und ja, in die zweite Halbzeit fand ich, war eine starke Halbzeit. Wir hatten viele Torchancen und haben gut gespielt, auch gut hinten raus gespielt. Ich denke, darauf können wir aufbauen und das werden wir auch. Wie wichtig war das Publikum, vor allen Dingen in den letzten 15 Minuten? Ja, das Publikum ist natürlich immer enorm wichtig. Ich meine, die pushen uns immer, auch wenn es mal vielleicht in Phasen gibt, wo es nicht so läuft. Da braucht man die Fans, den 12. Mann. Und das haben sie heute sehr gut gemacht und ein Kompliment nochmal an die Fans. Marc, Auftaktsieg 1-0 gegen Löwen. Happy, oder? Ja, absolut. Ich meine, man weiß nie, was im ersten Spiel passiert, wo man steht. Klar fällt ein bisschen vielleicht auch noch so die Einschätzung, wie alles läuft spielerisch, wenn man dann auch vor allem so einen Umbruch hat wie wir. Und von dem her bin ich einfach nur glücklich, dass wir hinten raus, sagen wir mal, das Spiel für uns entschieden haben. Weil, ja, wenn man das ganze Spiel gesehen hat, war es auch mehr als verdient. Und von dem her haben wir uns belohnt für einen guten ersten Auftritt daheim, wo wir auch viel gearbeitet haben. In der Offensive auch sehr gut in der Defensive gearbeitet haben. Und kann man der Mannschaft nur ein Kompliment machen. Das haben wir uns erhofft und gewünscht, dass wir wie letztes Jahr mit dem Sieg daheim in die Runde starten. Und von dem her ja, ist es natürlich für uns gut, auch für die schwere Aufgabe, im Hinblick auf die schwere Aufgabe die nächsten Wochen. Ja, es ist natürlich in so einer Liga oft auch so, dass eine Standardsituation ein Spiel entscheiden kann. Man muss sagen, lief für heute vielleicht im Gegensatz zu Frankfurt nicht alle Standards perfekt, auch die direkt getretenen, wo man an der Mauer hängen bleibt. Da müssen wir uns verbessern, das ist ganz klar. Das ist ein Ansatzpunkt für uns. Aber im Endeffekt entscheidet dann eine Standardsituation das Spiel. Und von dem her vielleicht die alle, die vielleicht sich aufgeregt haben über die erste Standards, die in der Mauer hängen blieben, sind vielleicht jetzt umso glücklicher, dass nach dem Eckball das Spiel entschieden worden ist. Nee, macht der Kevin dann auch gut. Aber ja, hinten raus, glaube ich, hatten wir auch ein paar gute Chancen nach Standards. Der Arne kann es vielleicht auch schon früher machen, das Tor. Aber ja, lieber später als nie, wie man so schön sagt. Und haben uns auch mehr als verdient. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich schon eigentlich die ganze Woche drauf gefreut, weil ich wusste ja, was auf uns zukommt und wie voll das Stadion sein wird und dass es auch natürlich dann stimmungsvoll wird. Ich glaube, die Fans haben genauso darauf hingefiebert, dass es wieder losgeht, dass sie uns hier unterstützen können. Und ja, deswegen war es einfach wieder phänomenale Stimmung, phänomenale Location. Es war einfach überragend hier im Stadion und ich muss sagen, ich hoffe, dass es so bleibt, die Saison. Wir wollen es immer zurückgeben, so gut wie es geht. Und das wissen auch die Zuschauer, die ins Stadion kommen. Und von dem her können wir bloß Danke sagen. Und ja, in 3 Wochen, glaube ich, ist dann soweit das nächste Heimspiel. Dann hoffen wir, dass wir uns alle wiedersehen. Ja, erstmal Glückwunsch an Heidenheim. Ich denke mal, dass wir heute ein sehr, sehr intensives Zweitligaspiel gesehen haben. Mit unheimlich vielen Zweikämpfen, mit Action auch drin. Es ist schade, dass wir uns nicht belohnt haben, dass wir zum ungünstigen Zeitpunkt nachher sehr spät das 0-1 bekommen haben. Wir haben, ich denke mal, in der ersten Halbzeit ordentlich mitgespielt, haben dann eine Phase über mehrere Minuten gehabt, denke ich mal, so von der 8. bis zur 20. Minute, 25 Minuten haben wir richtig gut mitgespielt, haben uns da auch nicht belohnt. Wir wussten, dass, oder so ist es eben, dass Heidenheim sehr stark bei Standards ist, bei Freistößen ist. Und da kamen natürlich sehr viele dumme Fouls von uns dazu, aber eben auch manche unglückliche Entscheidungen. Und deswegen auch zweite Halbzeit hatte Heidenheim natürlich den Druck erhöht, ganz klar. Es wurden ja gefühlte 100 Freistöße, Standards gegen uns gegeben. Und das ist natürlich schwer, das immer zu verteidigen. Darf nicht passieren, weil wir es wussten, weil wir uns darauf eigentlich eingestellt haben, aber bei der Masse, dann geht das auch mal schief. Wir konnten nachher auch ja nicht mehr das Spiel so gestalten wie in der ersten Halbzeit. Sei es drum, ob Adi jetzt nachher auch rausgegangen ist, verletzungsbedingt, aber im Endeffekt kann man nur gratulieren. Heidenheim hat das mit ihrer Spielweise durchgezogen. Danke. Ich denke, die erste Halbzeit, die ersten Minuten
waren ordentlich von uns, hatten so ein, zwei Halbchancen in den ersten Minuten. Dann war es so, dass 60 mehr Ballbesitz auch gehabt hat. Da hat man gesehen, davon haben wir auch gewarnt, dass sie den Ball gut laufen lassen können. Da haben wir ein bisschen Probleme gehabt. Aber bis auf die Chance von Klaassen, den Simbo gut hält, war es dann keine Chance. Ich glaube, wir hatten dann trotzdem in der ersten Halbzeit ein, zwei Chancen auch mehr, die wir nicht genutzt haben. Aber unterm Strich, denke ich, eine ausgeglichene erste Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit, denke ich, waren wir dann noch klar überlegen, haben das Spiel kontrolliert, haben 3, 4 hundertprozentige Chancen ausgelassen. Und da muss ich aber genau mit dieser Situation meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen, weil sie dann jetzt nicht irgendwie Harakiri gespielt hat oder zu viel riskiert hat, sondern mit Geduld weiter aufgebaut hat und gewartet hat, bis sie die Chance dann nochmal bekommt. Und wenn du solche Chancen, wie gesagt, auslässt, wie vom Arne Feig oder vom Marc Schnatterer, wo Wolf sensationell hält oder wo Marc Schnatterer noch eigentlich querspielen muss auf Ben Halloran, der den Ball ins leere Tor einschieben kann, denke ich, hatten wir sehr gute Möglichkeiten. Und ich habe es vor der Saison oder während der Vorbereitung gesagt, Standardsituationen sind extrem wichtig in dieser Liga. Und dann musst du eben auch mal Spiele entscheiden können. Dass es heute dann zum Ende des Spiels geklappt hat, freut mich natürlich. Aber ja, wie gesagt, unterm Strich haben wir das Spiel gewonnen. Das ist natürlich, das Ergebnis ist das Wichtigste. Aber ich finde auch, gerade mit der Leistung in der zweiten Halbzeit können wir sehr zufrieden sein, ohne dass wir das jetzt überbewerten. Es war der erste Spieltag, habe ich der Mannschaft eben auch gesagt, bis 22 Uhr können sie sich freuen, noch an das Spiel denken heute. Und ab 22.01 Uhr konzentrieren wir uns schon auf die nächste Woche, spielen dann in Nürnberg und da wollen wir wieder ein gutes Spiel auf den Platz bekommen. Ja, auch 1860 München natürlich alles Gute für die Saison und Dankeschön.